mir. Hast du direkt gesehen, was ich dir geschickt habe? Ich habe schon wieder vergessen, aber muss was wieder ein N-Wort-Video mal wieder. Wieder im Udo Jürgens Gedächtnis-Outfit. Weiß ich nicht, ist Udo Jürgens jemand, der einen Bademantel trägt, ja? Das war sein Ding, der ist mal zur Zugabe mit Bademantel auf die Bühne gekommen und hat dann weitergespielt. Zur Zugabe? Ja. Naja, das ist keine Zugabe, das ist eine Ausgabe des Brennpunkts. 206 sind wir gerade. Oh mein Gott. Mit Betonung auf 6. Jetzt haben alle Leute schon die Lachmuskeln so überspannt, die müssen ganz schnell ausmachen. Aber wenn sie das tun, verpassen sie die wildeste Woche, seit es Wochen gibt. Nicht. Aber das ist egal, denn wir sind trotzdem hier. Wir senden ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind... Thunfischpizza und Rotweinpizza. Rotweinpizza. Tino, du übertriffst dich selbst. Hallo, ich habe so einen richtigen Migränetag. Ohne Scheiß, ich bin wach geworden heute. Was ist denn hier schon wieder? Eine Motte oder sowas. Die kommen immer nur, wenn du da bist, Tino. Du bringst die mit. Ja, ja, bestimmt. Immer jede Woche das Gleiche. Ich habe echt so einen Migränetag. Ich bin wach geworden, irgendwann nachts. Und hatte übelst Kopfschmerzen. Und dachte, okay, penn's einfach jetzt weiter, so bis um 10 oder so. Und bin dann wieder wach geworden und es war noch schlimmer. Also heute ist ein Kacktag und heute gehe ich auch noch feiern. Ich bin gefragt worden, ob ich heute auf Party gehen will. Und ich meine so, ja, warum nicht? Ist ja eh jetzt frei am Sonntag und Montag und so. Ich komme mit nach Erfurt. War schon die erste Scheißnachricht. In Erfurt feiern, okay. Wann geht's los? Um 11 ja, geht die Party offiziell los. Die guten Partys gehen so los, ja. Ich dachte, scheiße, ich bin doch keine 19 mehr, ich bin 29. Und dann war die nächste Nachricht so, oder der nächste Satz, wir müssen noch nicht die Ersten auf der Party sein. Und ich so, geil, Alter. Naja, also ab 1 kann man langsam eintrudeln. Ja, also fahre ich heute noch auf Nacht drauf Party nach Erfurt und mit Migräne und mit alten Knochen. Es wird sehr unterhaltsam werden. Ich werde berichten. Wenn du jetzt schon alte Knochen sagst, Tino, was denn hier? Ach, dir gefällt eine Nachricht von mir. Hast du direkt gesehen, was ich dir geschickt habe? Ich habe schon wieder vergessen. Aber muss was mal wieder ein N-Wort-Video mal wieder. Ja, immer für einen Gag da. Es gibt ja so Videos wie Children of Color auf die neue Ariel reagieren und meistens so, oh, sie sieht aus wie ich und voll schön und so, endlich mal. Und dann hast du mir ein Video geschickt, wo sie auch Mädchen freut. Sie sieht wie ich, die ist auch ein und dann. Naja, das Witzige ist ja, dass es ab. Ich finde es viel witziger dadurch, dass es bei nie abgeschnitten ist. Da ist das Video vorbei. Ist einfach großartig. Was sagt sie eigentlich nicht, bestimmt, ne? Na, warum nicht? Was soll sie sonst sagen? Ein sagen jetzt Kinder nie dagewesenes, wunderschönes, junges Mädchen. Zum Beispiel. Ich habe den Film noch nicht gesehen, die neue Ariel, aber... Muss man, glaube ich, auch nicht, oder? Ich mochte Ariel schon als Kind, so die Disney-Serie. Jetzt als Erwachsener, meinst du? Nee, das ist egal. Nein, also das ist... Ich weiß nicht, diese Live-Action-Disney-Dinger, die brauchst du doch nicht. Wer hat denn danach gefragt, hier ein Remake von König der Löwen? Ich fand das schon aber mit spannend. Echten Tieren. Ich mach grad Gänsefüße hier in die Mikrofonanlage. Ich fand es schon mal cool, zu sehen, das mal nicht so animiert zu sehen, sondern zu sehen, wie halt Tiere echt aussehen würden. Als wie sehen Tiere echt aus? Naja, klar, so ein Mustafa, wie heißt der Mustafa? Mustafa. Mufasa, scheiße. Mustafa Gaddafi. Nee, Mufasa. Ich habe heute Kopfschmerzen, Leute, das wird doch öfter passieren. Mufasa aussieht und so. Wenn ich Kopfschmerzen habe, bin ich immer rassistisch gegen arabische Löwen. So. Und das mal so in echt zu sehen, wie die halt echt aussehen würden und so Real-Life-Animationen, fand ich schon ganz cool. Bei Ariel das Gleiche. Ich finde das schon cool. Wie sehen denn solche Meerjungfrauen in echt aus? Wie sie aussehen könnten. Ja, und es soll wohl auch eine One-Piece-Realverfilmung noch erscheinen, wo es auch schon viele Hasskommentare gibt. Ja, der Film Angst, ist dann Leute, 300 Stunden lang. Keine Sorge, Leute, Ruffy ist nicht schwarz, keine Angst. Aber ich weiß nicht genau, was jetzt der Knackpunkt war. Ich habe nur gesehen, dass es einen Shitstorm gab gegen eine Realverfilmung oder erste Fotos davon. Mhm. Von Monkey D. Ruffy. One Piece... Real. One Pive. Monkey. Real. Ruffy. Das wird hier live recherchiert. Ihr seid beide dabei. Beide, alle. Guck mal, das ist natürlich hier irgendwie ein Asiate oder so. Das geht natürlich gar nicht.
Überraschung. Luffy Live Action Actor Goes on 3. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ach so, ein dreimonatiges Adventure. He's living the Pirate King Dream. Nichts nee, anderes. Ja, ich weiß nicht, ob hier irgendwie ein großes Ding ist. Genau, Netflix enthüllt Hauptdarsteller von One Piece. Ich finde jetzt hier nichts Negatives. Naja, aber so Kommentare halten, ne? Also, sie haben wohl auch teilweise Kommentare abgeschaltet bei irgendwelchen Veröffentlichungen. Ich werde es mir angucken. Ich habe One Piece jetzt nicht mega krass gefeiert. Ich habe so die ersten 100 Folgen bestimmt gesehen als Kind, so die so im Fernsehen liefen. Aber es war eher so ein Ding, weil ich mitreden wollte auf dem Schulhof. Alle waren One Piece Fans. Ich mochte eher andere Anime, aber weil ich mitreden wollte und irgendwie auch wissen wollte, was das One Piece jetzt eigentlich ist, hätte ich bis heute wahrscheinlich nicht gewusst, was das One Piece eigentlich ist, weil es immer noch läuft nach 5 Millionen Folgen. Also für mich ist One Piece besser. Ja, auf jeden Fall. In der Kanne, auf dem Toast, freue ich mich. Lecker. Gut, bin ich, wenn ich das mag, ein Fagott? Tino, du bist ja mit bestimmt vertraut. Es gibt da diesen Slur gegenüber Homosexuelle, Männer. Hast du schon mal gehört vielleicht? Oh, jetzt habe ich vielleicht das Mikrofon ausgemacht. Warte mal, ich guck mal lieber nach. Das ist hier das Kabellose. Eieieiei. Ja, Tino, na? Gibt's da Wörter? Soll ich schon reden oder soll ich noch abwarten, bis du das Kabelproblem gecheckt hast? Alles noch im grünen Bereich. Ich habe noch nie was von Homophobie gehört, Robin. Was ist das eigentlich? Ist ja nicht so, dass ich arbeite in dem Bereich. Nein, ich wollte es gar nicht so aufblähen. Es gibt einfach nur ein sehr witziges Video, ein Livestream-Fail diese Woche. Da habe ich sehr gelacht. Und zwar, da wurde eine Homosexuelle beleidigt. Das war so gut. Nein, da wurde ein Nutzer in einem Twitch-Stream wurde gebannt, weil er Faggot gesagt hat. Oh, das ist das Instrument. Aber er meinte das Instrument und der Streamer kannte dieses Instrument nicht. Ja. Und hat dann, du kannst ja so hinschreiben, wenn du wieder entbannt werden willst, musst du so einen Antrag stellen. Und da hat er reingeschrieben, so richtig sarkastisch, ja, ich habe bestimmt einen Homosexuellen gemeint und nicht ein Instrument, was es voll gibt, vielleicht in deinem Land Neuseeland nicht so ganz spitz. Mhm. Ne? Und dann googelt er halt Faggot, kommt dann auf so ein Video und wo irgendjemand in deutscher Stimme das ausspricht, Fagott. Und dann lacht er. Das ist einfach perfektes Timing. Fagott. Ja, vielleicht das habe ich auch mal sehr auch nicht faggot. Ich weiß es gerade gar nicht, weil der zeigt quasi seinen Suchverlauf erst in dem Moment, wo er dieses Video abspielt. Ich wollte gerne wissen, was zuerst da war. Also die Beleidigung für Homosexuelle oder. Man, diese Motte, Junge, ja. Das ist die gleiche. Das ist seit Wochen mein Haustier, okay? Das ist hier ist kein Nest. Ich aber die kann man echt leichter schlagen. Die sind furchtbar faul und langsam. Das ist Tierquälerei. Einmal den hier, dann sind sie echt weg. Aber warum machst du jetzt einen Hitlergruß? Ich hab das genau gesehen. Einmal den hier und dann denk ich, ach du Scheiße. Die schmeißen Buhwald wieder an. Wenn du mal 10 Stück in deiner Küche hast, dann haust du auch mal eine davon weg und dann fallen die zu Boden und zerschellen quasi. Das ist Tierquälerei. Die zerfallen zu Staub. Das sieht bei Super Mario, diese komischen Knochen. Du berührst die und die zerfallen zu Staub quasi. Hm. Kennst du jemanden, der eine Wohnung sucht? Willst du ausziehen jetzt? Ich dachte, das ist perfekt gerade, um Werbung für meine Wohnung zu machen, dieses Szenario. Das macht dann. Es ist ja wie gesagt keine fehlende Hygiene oder so, sondern die kommen einfach. Wenn Lebensmittel manchmal irgendwie länger liegen oder so und wenn die einfach reinkommen in die Wohnung und dann Eier legen, das ist ganz normal, liebe Leute. Lebensmittelmotten, das ist halt erstmal nichts Ekliges, aber kann passieren. Das ist meine eierlegende Wollmilchsau. Mottsau. Da klebst du jetzt hier. Ja, die klebt da jetzt. Die chillt. Das ist jetzt hier die Fliege. Wie sagt man, da will ich manchmal Fliege an der Wand sein oder so. Das ist die jetzt. Fly on the Wall. Ja, das sind die Leute, die unbedingt hier mal dabei sein wollen, wenn wir aufnehmen. Egal. Da gab es einen Song von Miley Cyrus damals, Fly on the Wall. Kennst du den? Ja, das hat Bin Laden damals wahrgemacht. Echt? 9/11. So Fly in the Wall, wieso? Na, weil der in die Wall reingeflogen ach so, ist. Okay. Nee, nicht Fly in the Wall, aber to the Wall. Achso, nee, das war George Bush, der saß da am Steuer. Ja, selber ist er kurz vorher rausgesprungen, jetzt sogar so richtig Videos, wie er so rausspringt mit Fallschirmen und so. Ja. Dann dabei so ein Buch verkehrt rumhält. Und dabei noch einem Schuh ausweicht. Genau. Nee, also hier Kollege Schnurschuh Klaus, den man hier öfter mal im Podcast gehört hat, der zieht aus und ich dachte. Ah. Wenn die Leute gerade hören, ja, hier fliegen die Motten rum. Wenn ihr in die YouTuber-WG ziehen wollt, die ehemalige YouTuber-WG, weil YouTuber sind jetzt hier in der Minderheit, ne, in der Wohnung inzwischen. Na, in der warte mal. Also erstens, Kronk ist auch erst ausgezogen. Marlin wohnt ja hier und die ist in ganz vielen Formaten zu sehen, wie zum Beispiel und
Ja, Worst-of-Wortspiele. Worst-of-Worst-Case, ja? Genau. Genau. Ist mit dabei. Und warte mal ab, vielleicht passieren da Dinge. Aha. Vielleicht, Ich würde abonnieren bei Marlin. Nee, das nicht. Solche Dinge passieren da nicht. Also wahrscheinlich nicht, davon weiß ich nichts. Aber es könnte sein, dass ich mit Marlin einen Monat lang obdachlos bin. Aha. Und daraus, naja, das wird jetzt kein Format, aber das wird schon mit Livestreams begleitet. Ach so, durchgehend? Oder? Ja. Ach krass. Naja, nicht 24-7, aber... Ja. Ne? Also 23,5 oder so. Ja, genau. Da wird hier und da ein Livestream passieren. Also, wie viele Mindestabos muss man haben, um hier einziehen zu dürfen, die Wohnung? Boah, also 100.000 muss schon. Okay, dann wird es schwer für mich. Ich habe vielleicht so 70 oder so auf meinem privaten Das Account. Kommt nah dran. Also wenn du gerade, vielleicht brauchst du einen Zweitwohnsitz, das macht uns das Aufnehmen dann auch leichter. Ja, genau, stimmt. Gute Idee. Ja, gut. Vielleicht kannst du ja ein bisschen Leuten Asyl gewähren von der letzten Generation, denn die sind ja jetzt quasi verfolgt worden letzte Woche. Denn das sind die schlimmsten Terroristen aller Zeiten. Absolut. Gegen die gab es jetzt eine bundesweite Razzia von der bayerischen Polizei sozusagen. Solche Pissfressen. Ich kann da gar nicht ruhig bleiben. Also, natürlich meine ich die letzte Generation. Also müssen die halt auch in den Untergrund wahrscheinlich gehen, in den Bewaffneten, ne? Und dann können sie cool sein, wenn sie hier ein WG-Zimmer hätten zum Unterkommen einfach. So die 11 Leute da, die so hops genommen haben, können ja bei dir unterkommen in der Wohnung. Aber das können sie auch auf dem Dachboden, da gebe ich nicht das gute Zimmer für weg. Kann ich verstehen. Ich würde ganz gerne wissen, was sie denn bei denen gefunden haben. Also sie haben ja auch Laptops beschlagnahmt oder so, Kleber bestimmt auch. Und Kleber ist das neue Maschinengewehr. Wahrscheinlich. Es ist gemeingefährlich. Oder auch so radikale extremistische Schriften wie der Klimabericht und so werden sie gefunden haben. Also das ist auch damals schon. Ne? Das hat ja in Erfurt hat das angefangen. Gutenberg-Gymnasium, ich weiß es noch genau, da ist er da reingegangen, hat überall Kleber verteilt und die ganzen Schüler sind da einfach verhungert, weil die da nicht weggekommen sind. Ist so. Mehr war es eigentlich gar nicht. Und jedenfalls wurde auch ihre Website beschlagnahmt und so, und dann soll ja sogar auch ermittelt werden gegen Menschen, wo die gespendet haben für die letzte Generation, weil die eine kriminelle Organisation unterstützt haben. Da ist es alles auch gar nicht so richtig raus. Also ich habe es auf vielen Seiten gelesen, dass die Staatsanwaltschaft oder die Anwaltschaft, weiß nicht welche das waren, Bayern, dass sie ja überreagiert haben und wird noch einiges an Backlash kommen, dass sie wohl das gar nicht durften, die Website beschlagnahmen und so weiter, weil die noch zu wenige Beweise haben dafür. Die letzte Generation macht einen Fehler, das sind keine Rechtsradikalen. Ja, leider. Da würden die weniger beobachtet werden. Wahrscheinlich. Also die müssen einfach, wenn die sich auf die Straße kleben, so Hakenkreuzbinden ankleben und dann wird das entspannter, glaube ich. Sich SS for Future nennen vielleicht. Mhm. Dann wird es schon besser. Doch. Ja, was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Ja, es ist sinnlos. Das war auch der beste Postillon-Artikel diese Woche auf jeden Fall. Erneuter Terroranschlag durch Last Generation, also letzte Generation, an einem Flughafen. 34 leicht Verspätete und 5 schwer Verspätete. Ja, genau. Ja. Und echt, also langsam kriege ich echt einen Hals. Da kriege ich echt einen Hals, dieses ich komme zu spät zu meiner Arbeit. Ich weiß, dass ich das aus einer relativ, also ich möchte bitte meine Armut betonen, aber aus einer relativ privilegierten Position sagen, weil ich nämlich Armut nicht betonen. Ich möchte das trotzdem machen, aber ich habe halt nicht dieses Problem, dass ich irgendwo auf eine Arbeit kommen muss. Ja? Das stimmt. Von daher bin ich da sehr privilegiert. Ich checke gerade mein Privilege. Aber jetzt haltet doch mal eure Schnauzen, Alter. Es gibt doch nichts Uncooleres, als zu sagen, ich komme zu spät zum 8 Stunden am PC sitzen und Excel-Tabellen hin und her schieben. Doch, Leute, die was gegen die 4-Tage-Woche haben und so, und wenige Arbeitszeiten. Das verstehe ich nicht. Sind die schon so krass im Arsch des Kapitalismus drinsteckend, dass sie halt nicht raffen, dass es ihnen noch nur gut tut. Weiß ich nicht. Dein Arbeitsweg ist ja quasi... Wenn du halt nichts anderes im Leben hast, dich über deine Arbeit definierst, keine Hobbys hast oder so, dann brauchst du den Shit halt. Dein Arbeitsweg ist ja quasi vom Bett zum Computer. Das sind ja so ein halber Meter vielleicht. Dann sind da deine eigenen... Nein, das stimmt nicht. Schlaf oben. Ach so. Was wollte ich denn sagen? Das sind Opfer. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber es war was sehr Intelligentes. Das war's auch. Opfer finde ich sehr intelligent. Opfer, ja. Nee, ey, was soll diese Scheiße? Und dann Drecks Bayern, Alter. Bayern ist halt echt unser Florida, ne? Alles, was in Amerika und Florida an Scheiße passiert, passiert hier in etwas abgespeckter Variante, aber passiert hier in Bayern. Können wir dieses Drecksnest jetzt vielleicht irgendwie mal ausgliedern, ja? Mit Sekundenkleber an... Was ist denn so ein richtiges Scheißland?
Ich will jetzt keinen beleidigen. Bayern ist, weil Bayern ist schon eine Beleidigung. Bayern ist die letzte Degeneration. Können wir Bayern nicht an Nordkorea dran kleben? Ja, das ist gut. Gut. Ich glaube, Nordkorea ist so ein Land, das man getrost beleidigen darf, ohne dass es dir jemand übel nimmt. Doch, die Nordkoreaner selber. Ja, die kriegen es ja nicht mit. Alle, die gerade zuhören in Nordkorea, das meinen wir gar nicht so. Tut mir leid. Kim Jong-un ist der Größte. Ey. Oh, fuck, Mann. Nicht schon wieder, Alter. Ich sehe unsere Klicks in den Keller gehen. Apropos, irgendwas ist passiert. Die Aufrufzahlen bei Spotify sind absolut konstant. Bei YouTube allerdings hat es einen kleinen Dip gemacht. Oh, oh. Und da sieht man halt, dass es nicht organisch ist, sondern dass irgendwas, vielleicht muss ich andere Tags einsetzen oder weiß ich nicht. Algorithmus aber und so. Vielleicht, also die letzten zwei Thumbnails waren halt auch nur so ein Bild, aber also wer klickt denn auf das wegen den Thumbnails, außer wenn da mal eine Nackste drauf ist. Aber hast du die Spotify-Zahlen auch? Ja, also kannst du da drauf zugreifen auf die? Denk schon, wenn ich das sehe. Also da steht ja auch irgendwas... aktive Nutzer oder so. Also es ist natürlich unterschiedlich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also es gibt ja Leute, die reinhören, zählen anders, als die es zu Ende hören oder so. Und deswegen weiß ich gerade nicht genau, was da genau steht, aber irgendwie Hörerschaft und aktive Hörer, irgend sowas, sind halt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist quasi der Millionenbetrag, der andere ist der Milliardenbetrag, ne? Genau. Okay, verstehe. Trotzdem nochmal ganz kurz, bevor wir von diesem Thema weggehen. Was können wir denn machen? Gegen Bayern? Was können wir machen, damit diese sag mir ein anderes Wort für Pussyhaftigkeit, wenn du das zu sexistisch findest, aber ich verwende Pussy natürlich bezogen auf Katzen. Ja? Verweichlicht. Diese, ja, nichts gegen Katzen, Alter. Doch, Katzen sind einfach Pussys. Nichts gegen Katzen, Alter. Gleich kommt hier der Tierschutzbund, dann wirst du aber hier eingeknastet. Das ist mir egal. Das ist der Hill, auf dem ich sterbe, dass Katzen Pussys sind. Ja, weil du allergisch bist gegen Katzen. Auch, ja. Da kann die ja nicht dafür. Nee, dies, weißt du, du stupst die einmal schief an und genau wie Bayern. Ja. Aber unsere sind riesige Arschlöcher, unsere Katzen. Ja, siehst du. Wir haben jetzt gelernt, Türen aufzumachen. Es ist furchtbar. Ja. Schließen die auch ab? Ja, schön wär's. Schön wär's. Wenn sie auch die Tür wieder zumachen würden, aber nee. Ah, die machen die Tür auf und lassen dann die Einbrecher bei euch rein. Bei euch wird doch geklaut. Wir müssen immer alles zuschließen jetzt bei uns zu Hause. Es ist furchtbar. Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was man machen soll. Also das ist halt... ich will es jetzt auch nicht 100% nur in Schutz nehmen und loben. Es ist natürlich eine Unannehmlichkeit und es gibt bestimmt auch die eine oder andere Person, die es da vielleicht übertreibt mit der Militanz oder so. Und ich bin da ja nicht der allergrößte Fan. Ja. Nee, ich rede jetzt von den klebenden Leuten. Ich weiß. Aber das ist also diese Aggression. Wir haben ja hier die letzten drei Wochen, hatte ich irgendwie jedes Mal, wenn du reinkommst, gucke ich ein anderes Video an auf Twitter irgendwie. Ein Video, wo jemand übelst ausrastet, weil da jemand auf der Straße geklebt ist und den da wegschlägt, wegträgt. Übelst, ja. Ich glaube, das dürfen die nicht mal als Privatperson. Ne? Du musst ja irgendwie Polizei rufen oder so. Ja. Und diese Aggression dagegen, das ist einfach so hart. Vor allem üben die auch nur zivilen Ungehorsam aus, die letzte Generation. Das heißt, es ist auch vom Grundgesetz gedeckt und nicht automatisch eine Straftat, was sie tun. Und spannenderweise habe ich jetzt auch gelesen, dass die letzte Generation wohl auch jetzt bundesweite Proteste plant gegen diese Razzia. Also es hat es eher verschlimmbessert, würde ich mal sagen, die Situation. Die kleben sich einfach vor die Einsatzkommandos, damit die nicht rauskommen und eine Razzia machen. Das ist gut. Vor, ja. Vor die Garagen, wo die mal rausfahren, die Cops. Ja. Das ist eine gute Idee. Oh. Also natürlich nicht machen, ne? Wir natürlich sind ein fiktiver Podcast hier, wir sind fiktive Personen, wir reden auch über fiktive Nachrichten hier, also alles gut, ne? Ja. Bitte nicht einsperren oder so. Eine weitere fiktive Nachricht ist natürlich der Tod von diversesten Celebrities. Heute ist der Nekrolog des Jahres, also heute sind, wie die Fliegen gestorben, wie die Motten sind hier gestorben. Leute sterben, nekrologisch. Hochprozentig. Tot. Ja, die haben einige zu beklagen. Und zwar, ich würde sagen, es gibt so eine... Lass mal ein Ranking erstellen. Also ich habe gerade mir zwei aufgeschrieben. Tja, ich habe den wichtigsten. Den hast du nämlich nicht. Sprich erst mal. Der wichtigste ist für mich unstreitbar. Für mich ist auch auf Top 1 Anno Dübel. Ja, aber... Das ist Nummer 1, ja. Der arbeitsloseste Arbeitslose aller Zeiten. Ja. Der so Sprüche geprägt hat wie... No way. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber klingt geil. Oder irgendwie, ich kann auch nicht arbeiten, sonst bin ich ja geschafft und so. Ein Vorbild einer ganzen Generation, Arno Dübel, rest in peace. Ja. Weißt du,
Arno Dübel ist das, was den Leuten fehlt, die sich über den Klimakleber aufregt. Ja, ein bisschen entspannter sein. Ja. Froh sein, dass man zu spät kommt und sagen, ey, ich konnte nichts dafür. Ist halt so, wenn ihr echt einen Chef habt oder eine Chefin habt, ja, die euch einen Schritt draus dreht, dass ihr im Stau standet wegen Klimaklebern, dann habt ihr einfach einen scheiß Chef. Sorry, ist ja einfach so. Einfach mal ein bisschen stoischer sein, liebe Leute. Ja. Ja, gut. Nee, Arno Dübel, ja, cool. Was machen wir jetzt, wenn wir mal eine Schraube in die Wand rammen wollen? Tja, da haben wir keinen Dübel mehr, ne? Und kein Arno. Problem. Sehr, sehr schlecht. Bekannt geworden durch diverse TV-Formate, in denen er halt sein arbeitsloses Leben gezeigt hat. Der hat dann irgendwie so Praktika gemacht in irgendwelchen Betrieben, hat dann mal Ausreden gefunden, da nicht arbeiten zu wollen und so. Hat sich krankschreiben lassen ganz viel und meinte irgendwie, ob soll ich in Arbeiten gehen? Ich kriege jetzt auch so schon Geld vom Staat geschenkt und bin dann auch geschafft, wenn ich so von der Schicht nach Hause komme. Und war sehr kontrovers, aber für mich war er ein Vorbild. Ich finde es nicht kontrovers. Um das mal so zu betonen, dass Herr Rodes sich freut. Denn folgendermaßen, du hast in deiner Biologie natürlich irgendwo ein Bestreben, Dinge zu tun. Ja? Naja. Naja, ich würde schon, sagen, dass das irgendwo biologisch gegeben ist, dass du halt als Mensch nicht biologisch vorgegeben hast, dass du die ganze Zeit rumliegst. So. Ja, aber Haushalt machen reicht doch schon voll aus. Ja, so wollte ich gar nicht argumentieren. Mein Ding ist, nirgendwo in deiner Biologie ist einkodiert, dass du 9 to 5 irgendwo arbeitest. Ja. Das ist komplett konstruiert von uns. Ja. So. Und deswegen würde ich diesen Menschen da nie verurteilen, wenn der sagt, ich habe gar keinen Bock auf sowas. Es ist wie Wecker auch zum Beispiel. Die gab es halt lange Zeit gar nicht. Erst als es die Industrialisierung gab, der Menschheit, dann wurden die ersten Menschen quasi tätig und haben Menschen geweckt, mit Steinen an die Fenster werfen und so, um die zu wecken. Ja, aber den Hahn gab es ja und den ersten Sonnenstrahl. Ja, auf so Bauernhöfen vielleicht, aber auch nicht in allen Städten und Dörfern. Also da auf dieses Eis darf ich mich nicht begeben, ja, weil ich ja als Spätaufsteher dann direkt in der Kritik stehe. Wobei ich auch das einfach nur albern finde, weil ob du jetzt deine 8 Stunden von dort bis dort schläfst oder von dort bis dort, ist doch völlig irrelevant. Klar, außer jetzt irgendwie du führst ein Geschäft, du hast Öffnungszeiten und so, oder du musst in einem gewissen Zeitpunkt irgendwie ein Theaterstück spielen. Ja, wieder mit deinem Theaterstück. Haben wir keine AfD-Themen die Woche. Das ist meine Realität. Das ist ja auch wichtig, ist irgendwie, dass man auf der Bühne steht zu einem gewissen Zeitpunkt, dass alle Menschen zu einem Zeitpunkt an einem Ort sind, um halt ein Theaterstück oder ein Konzert zu sehen. Okay, Tino. AfD habe ich heute kein Thema tatsächlich. Siehst du, deswegen wollen wir noch über Wrestling reden. Die sind nicht gestorben, leider. Ja. Nee, Arno Dübel ist gestorben, aber er ist nicht der Einzige. Nein, nicht ganz. Auch nicht die Einzige, denn es gibt noch. Oder wen hast du? Meine Namensvetterin quasi halb. Ja, ich wollte gerade sagen. Die Tina Turner ist outgeturnt. Die hat mehr mit dir gemein, als du denkst, weil du bist ja so anturnend und. Ist so. Heißt Tino. Die Tina. Tina Andrea ist gestorben. Eine Soul-Funk-Pop-Sängerin ist, glaube ich, auch schon jetzt über 80 gewesen. Eine Heldin der 80er, 70er, 90er Jahre. Und jetzt kann ich aber eine Verbindung zu Falco ziehen, denn tatsächlich hat sie ihn mal zum Geburtstag eingeladen. Er wusste gar nicht warum, die kannten sich gar nicht persönlich. Und auf einmal hatte Falco im Briefkasten eine Einladung zum Geburtstag von Tina Turner und dachte, okay, ich komme einfach. Da hat sich rausgestellt, dass sie einfach riesen Fan von ihm ist und dann waren sie Freunde seitdem. Deswegen also, war Tina Turner in meinem Herzen immer eine Feini. Wie kann man auch nicht mit Tina Turner Best Friends sein? Ja, mit Falco vor allem, hallo? Ja, the aber best, ich private grade, dancer. The best ist, was ist denn the best? You're simply the best. Ach so, das ist der Schmarrn. Was heißt Schmarrn, Alter? Ich wollte gerade sagen, also ich gehe hier gerade so ein paar Songs durch. What's love? Ja, aber das muss ich sagen, das ballert mich nicht so weg wie andere Sachen. Also zum Beispiel I Need a Hero oder so, wie heißt die? We don't need another hero. Nee, auch Tina Turner. Nein, I Need a Hero. Ach so, ja. Wer ist das? Weiß ich gerade nicht, wie Gloria, nee. Wie heißt sie denn? Estefania, weiß ich nicht. Weißt du, diese Energie von Musik finde ich besser und das ist halt dieses Die war eine Rockröhre, Tina Turner, da auch Songs nach vorne gehen. Naja. Also ganz cool. Also für mich kein Verlust. Ich würde die auf Platz 3 setzen beim Nekrolog. Das ist die unwichtigste. Naja, ich habe jetzt auch von ihr nicht so viele Songs und eine Playlist drin. Aber spannenderweise, ich bin ja ein riesen Ghost-Fan und die covern auch ganz gern mal Songs. Die haben jetzt vor wenigen Wochen, also vor wenigen Tagen fast erst, einen Tina Turner-Cover veröffentlicht von Don't Need Another Hero. Und
Und schon ist sie gestorben. Ich finde das gut, dass du meinen Case hier noch untermauerst, denn wenn du sagst, das Beste, was man mit Tina Turner Songs machen kann, ist covern, denn dann sind sie besser. Nee, ist nicht so. Ich muss sagen, in Ghost covern sind die meistens besser, die Songs. Bei dem Song war ich nicht so. Da dachte ich, fand ich den Tina Turner Song besser. Aber so Jesus, He Knows Me und If You Have Ghosts und so und Marionette, das haben die besser gespielt als die OriginalkünstlerInnen und Bands. Na gut, wir haben die letzte Person noch gar nicht erwähnt. Wer ist Platz 2? Na, für mich ist Arno Dübel Platz 2. Ach so, wer ist Platz 1 für dich? Tja. It ain't much, but it's honest work. Arno Dübel? Nein, genau das Gegenteil von Arno Dübel. Ein Kollege, warte, ich suchte den Namen mal raus, aber du kennst dieses Meme vielleicht einfach nicht. Ach so, doch, dieser, doch, doch, ja, ja. It ain't much, but it's honest work. Der doch, ist gestorben. Hab ich Dave gesehen. Grant, ein Farmer aus Ohio. Ja. Der ist gestorben. Guck doch mal, wie er hier steht mit seiner Sonnenblume in der Hand. Ist das nicht ein wunderhübscher ja, Mensch? Ja, sieht niedlich aus. So, Dave was world renowned for his experiments and developments in regenerative agriculture, Alter, and soil health. May he rest in peace. Also der hat auch gute Dinge getan, ja? Der hat Experimente und Forschung betrieben. Hat sieht jetzt auch nicht gemacht. Unbedingt aus wie so ein Forscher, ne? Sieht eher aus als Wild der CSU. Aber oder die also, Grünen. Ja, durch den Hintergrund, aber wenn ja. Man das im Vordergrund so sieht. Egal. Mit Latzhose schon. Latzhose ist für ja, mich eher so Grünwähler. Naja, oder halt so ein hässlicher Drecksdörfler aus Bayern. Kann auch sein. Ja. Ja, es fällt mir schwer, eine Rangfolge zu machen, aber Arno Dübel ist schon weit oben, muss man sagen. Der hat mich schon sehr, sehr geprägt. Auf Platz 2, ja. Auch seine Sprüche. Auf Platz 2. Arno Dübel habe ich und noch so ein C-Promi Tina Turner wurde mir zugeschickt. C-Promi, Alter, du hast gar keine Ahnung. Ey, ohne Scheiß. Das habe nicht ich geschrieben, das hat Außenreporter Wachsel geschrieben. Also Wachsel, ich bin enttäuscht. Tina Turner ist eine hat mich immer sehr angetörnt, musikalisch. Nee. Gibt sich auch ein Musical zu ihr, glaube ich, oder ein Film? Weiß ich nicht. Das heißt dann Kino-Turner. Wahrscheinlich. Also Rest in Peace, Arno, Dave und Tina, ihr werdet fehlen. Ja, wo wir gerade von Außenreporter Wachsel reden, er hat mir geschrieben, gerade wurden noch Trimax und Rumatra bekannt bei Sam vs. Wild. Wie krass Trimax ist das denn? Trimax kenne ich, aber den anderen kenne ich jetzt nicht. Ich auch, keine Ahnung. Ich kenne nur Lumatra. Kennst Was du, ist das? Lumatra kenne ich nur. Lumatra, das ist eine Abkürzung für Luftmatratze. Ah. Lumatra. Rumatra. Was ist das? Guck mal, Ghost. Die Mädels sind zu krass. Hä, was sind diese Leute? Noch nie gesehen. Das nächste Team. Das zweite Nachrückerteam. Das ist schon witzig, dass bei... also es geht um Seven vs. Wild, falls ich das gar nicht erwähnt habe. Doch, ne? Sieben gegen die Wilden. Es ist witzig, wie da irgendwie alle abspringen. Ich werde nicht genommen, ich hätte Bock. Und hier springen alle ab. Und Trimax habe ich halt bei der TwitchCon ein bisschen verarscht. Daher kenne ich den. Vorher kannte ich den auch nicht. Und ich finde, das ist so ein... Ich will den jetzt nicht unbedingt schlecht reden, aber der ist schon ein bisschen ein Dulli. Warum? Weil der mich so dullihaft, so ein bisschen verbeilt und so ein bisschen immer so fehl am Platz und so. Ich weiß es also nicht. Also bin ich ja auch. Naja. Lauf fehl am Platz. Ein Dulli. Und jetzt fehlen noch ein paar Spaces, ja, für Seven vs. Wild. Ja, der hat irgendwie hochgepokert, der Fritz Meinecke. Der hat echt gedacht, oh, ich mit meinem scheiß YouTube-Format, ich hol die Leute ran. Der hat ja Joko und Klaas zum Beispiel angefragt. Mhm. Oder nicht angefragt, der hat einfach gesagt, ihr seid nominiert, nehmt jetzt an, sonst werdet ihr öffentlich bloßgestellt. Das sind ja immer so Mafia-Taktiken, ja? Ja, ja. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass die abgesagt haben oder nicht zugesagt. Marlene und Robin, das ist mein Tipp. Definitiv, ja. So, Nachrückerteam, wer ist das hier? Kenne ich auch nicht. Affe auf Bike, fühle ich safe. Den kenne ich hier, oder ist das Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Ist auch so ein YouTuber hier. Ja. Affe auf Bike, habe ich auch gesehen, war direkt die erste Reaction. Wo ist die? Die profitiert natürlich davon, dass sie einfach sehr gut aussieht. Aber die ist auch ja, bei einer Frau wieder. Ne? Bei einem Mann hätte sie nicht gesagt, dass er gut aussieht. Das kann ich schlechter einschätzen. Tut mir leid. Da ach, kannst du Männer nicht sehen oder was? Bist du doch, blind? Aber da habe ich einfach kein Gen für. Ich sehe Männer nicht mit solchen Augen. Mhm. Wo ist das denn? Der hat auf jeden Fall die erste Reaction, die Schmitz-Schmeinecke gemacht hat, war hier. Die erste Wildcard-Bewerbung. Und die ist halt direkt, also...
die bringt halt alles mit und die Leute wollen halt auf jeden Fall. Ne? Ja, dann wäre doch cool. Die hat Erfahrung und so. Die macht Klimmzüge. Die macht Sport. Also das würde mich sehr, sehr wundern, wenn die nicht genommen würde. Die kann Motorrad fahren. Ja, die wird genommen. Die darf mitmachen bei Seven vs. Wild. Die hat halt auch schon eine gewisse Reichweite, die sie mitbringt. Fritz, wenn du mir zuhörst, sie hat es verdient. Das ist nein, ich, das ist Fritz, auf, nimm mich! Das ist ich auf den ersten Blick. Ja, dich auch, aber auch diese Affe hier. Affin. Affin. Ja, also, ja, Fritz. Ich weiß nicht, was das wird. Ich habe mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht gekümmert. Irgendwie bei Otto war es ja so, dass du auf dem Discord schicken konntest, hier, reagier mal auf das, reagier mal auf das. Das habe ich jetzt hier gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen... Ja, resignierend, glaube ich. Weil du eh keine Chance hast, meinst du? Naja, ich weiß, dass ich eine Chance habe, weil ich der geilste Typ auf Erden bin. Aber du musst ja dranbleiben, Robin. Du musst aber ich weiß halt, dass ich keine Chance bei dieser Scheiße habe, von wegen, ja, wir sind die krassen Atzen und wir wollen hier Leute, die sich seriös bewerben und so. Aber wenn Fritz einmal auf deine Bewerbung reagiert und alle Leute irgendwie kommentieren, nehmen den Alter, da hast du auch eine Chance. Ja, aber selbst das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe halt nicht aus wie Affe auf Bike. Und sie ist viel besser aus. Ich habe, danke, aber ich bin trotzdem keine Frau. Die Leute sind da gebiased, ich sag's wie es ist. Na super. Und ich glaube auch, dass beim Publikum halt diese Art von Videos kommt da nicht an, weil die sind ja auch indoktriniert. Ja? Die sind ja alle von Fritz Meinecke, Survival King und die ganzen Leute, die sich ernst nehmen, sind die indoktriniert. Sind alle geimpft. Weil die haben jetzt ein festes Bild, wie Survival aussehen muss. Survival ist ganz hart für die, nur die Harten kommen in den Garten. Wir sind so krass, wir liegen hier einfach eine Woche am Strand rum und langweilen uns. Es ist so heftig. Aber reizt nicht irgendwie, wenn von diesen, weißt du, wie viele sind das immer, so 10 Teams oder so? Nee, sieben, meine ich. Namensgebend. Genau, ja. man ist es nicht so, reizt nicht, wenn 6 oder 5 von denen irgendwie voll seriös sind. Natürlich. Man hat 2 Clowns drin. Ja, aber keine Ahnung, selbst Knossi, der ja eher so die Clown-Wildcard quasi war, selbst der wird ja indoktriniert, wenn ihm erzählt wird, ey, hier, das ist übelst krass. Und ich meine... Die ein oder andere Sache, wenn da wirklich dieser Teufelsapfel oder was das war, dieser Paradiesapfel, dass der irgendwie dich vergiften kann, wenn es da drauf regnet und der Regen in deinen Mund fällt. Das sind natürlich Sachen, die man wissen müsste, ja. Muss aber darüber hinaus... Mit Mundschutz wahrscheinlich schlafen. Naja, oder dich einfach nicht drunter legen. Ja, oder so. Ja. Wenn du das merkst überhaupt, ne? Muss ja, das mein, deswegen meine ich, erkennen. Das ist so eine Sache, das kann man dir gerne mit auf den Weg geben, aber darüber hinaus muss man das echt nicht so krass anhypen, finde ich. Erst recht, wenn du jederzeit so einen Notfallschalter hast, dir kann eigentlich nichts passieren. Also klar, wenn jetzt ein Krokodil kommt, Todesrolle macht und so, aber selbst das siehst du kommen oder in der Nacht kannst du dich halt so legen, dass das Krokodil nicht an dich rankommt und so. Aber haftet der auch für irgendwelche Verletzungen oder für Tode? Ich kenne die Verträge nicht, aber... Kriegst du Geld, wenn du gestorben bist? Ich hoff's. Ich denke schon, dass es da irgendeine Form von Versicherung gibt. Oder dass du halt unterschreibst, im Falle des Todes selber schuld. Kann auch sein. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Das krassere Dschungelcamp quasi. Für mich wäre es nix. Also Fritz, mich bitte nicht nominieren. Ich finde sowas doof. Also ich finde Natur eh doof. Also ich bin gern mal wandern dort und so und auch mal im Park chillen. Aber ich bin ja so ein Stubenhocker. Also wenn du sowas machst wie Seven vs. Wohnzimmer, wäre ich voll dabei. Meine Lieblingsfilme sind von Park Chillen Wut. Das ist nicht. Fans von asiatischen Filmen verstehen diesen Gag und appreciaten den jetzt. Gut, die können jetzt und lachen. Marlene, falls du zuhörst, asiatisches Kino, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal einpflegen. Marlene ist nämlich jetzt so eine ganz große Filmwissenschaftlerin. Ah. Hat aber die meisten Filme nicht gesehen. Und deswegen gibt es Schelte. Nein, das ist eine Lüge. Nicht die meisten nicht. Aber also so einige Tarantino-Filme, da war ich schockiert, muss ich sagen. Ich muss sie an dieser Stelle öffentlich schämen. Ich habe auch viele von dem nicht gesehen. Ja, aber du bist ja hier jetzt nicht der geneigte Filmwissenschaftler. Also die musst du es wirklich gerade machen. An der Uni. Ach, dafür, stimmt. Das und so Analyse und so. Medienanalyse, was weiß ich, wie das heißt. Es fand ich, war mir auch Mädchenanalyse immer, mag ich lieber. War mir auch immer zuwider irgendwie, mich dann immer so reinfuchsen. Filme sind mir zuwider. Ich meine, ich schaue selber gerne Filme und bin auch immer, wenn ich so eine Serie und so einen Film geschaut habe, so bei Wikipedia und schon bei alle Fakten durch und so. Aber ich muss es nicht immer so krass analysieren. Ich finde es auch mal schön, einfach nur einen Film auf mich wirken zu lassen. Und ich bin ja auch schon tief genug drin. Ich weiß ja, wie so ein Film funktioniert und was
wie so eine Produktion aussieht, das reicht mir immer schon. Das macht mir schon genug so einen Film kaputt. Da muss ich nicht noch sowas studieren. Also für mich wäre das halt nichts gewesen. Hm. Ich will Filme machen und Filme auch spielen, aber ich habe gar keinen Bock, sowas zu konzipieren irgendwie im Großen und Ganzen und zu analysieren. Vor allem fremde Filme nicht. Na gut. Dir sei das gegönnt. Sei mir auch. Wem wir es auch gönnen, ist der Fall Maddie McCann. Schon wieder? Nee, ich habe ein Update versprochen. Die Polin, die doch keine ist? Genau, oder? Ich habe es doch versprochen, ein Update zu geben und ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und zwar ist sie es nicht. Also es gab so viele Hinweise, diese Polin, dass sie auch ähnliche Muttermale hatte und so. Und erklär mal, während ich mein Nasenspray inhaliere. Gerne. Und auch so im selben Alter ungefähr sein müsste und auch ein bisschen so aussieht und so weiter. Und sie auch ihre Kindheit nicht richtig kennt, hat es gepasst, aber jetzt kam halt durch den Test raus, dass sie es wohl nicht ist, also sie ist nicht Maddie McCann, sie suchen sie immer noch, aber es gab jetzt wohl neue Hinweise und jetzt wird irgendwie nach Leichen von ihr gesucht oder so, nach irgendwelchen Knochen bei irgendeinem See. Aber weißt du eigentlich, wie sie... Ich habe alles gehört übrigens, auch wenn ich im Nebenraum war. Weißt du eigentlich genau, wie sie verschwunden ist, Maddie, was genau passiert war? Naja, genau, das ist nämlich so gewesen. Die war, in dem einen Moment war sie da und dann nicht mehr. Du weißt ja quasi alles von dem Fall, ja. Scheiße. Kannst nichts Neues mehr erzählen. Ja, was mir neu war, weil ich dachte immer, die waren irgendwie am Strand und ist einfach verschwunden, wusste nicht, wo sie war. So war, habe ich es mir mal vorgestellt, als sie so verschwunden war. Aber die Eltern waren wohl mit noch vier anderen Paaren zusammen im Urlaub. Und die hatten alle Kinder und die haben sie halt schlafen geschickt und die waren alle dann im Bett. Und die Eltern sind dann essen gegangen, ins Restaurant, ein bisschen weiter weg von den Zimmern. Und haben angeblich jede halbe Stunde nach den Kindern geschaut. So. Mhm. Und irgendwann haben die halt geguckt nach den Kindern, da war Maddie verschwunden, während das Fenster offen stand und so weiter. Und es gab auch Augenzeugen, die irgendwie einen Typen gesehen haben sollen, wie jemand ein Kind rumgetragen hat in der Decke. Mhm. Hat es rausgestellt, es war gar nicht Maddie, es war ein Vater, der sein eigenes Kind irgendwie getragen hat. Aber das war so die Story. Und dann gab es auch irgendwie Aussagen von den Kellnern dort, die gesagt haben, die Eltern haben gar nicht geschaut, jede halbe Stunde nach dem Kind und so. Es wurde alles gelogen. Und da wurde aber auch im Mietwagen der Eltern wurde auch irgendwie Blut gefunden. Also es ist ein richtig krasser Fall. Man kann sich da richtig verlieren. Ich habe richtig viele Artikel gelesen und so zu Maddie McCann in den letzten Wochen, weil ich das so spannend fand und dass auch die Eltern auch teilweise zu Recht auch ins Visier der Ermittlungen geraten sind. Fand ich ganz, ganz spannend. Dieser Fall wird wahrscheinlich erst aufgelöst, wenn es das erste TikTok-Video gibt, bei dem Maddie als AI-Person dargestellt wird und von ihrem Fall selbst erzählt. Denn dies ist gerade ein aktueller Hype auf TikTok. Wie ordnest du das denn moralisch ein? Folgendermaßen. Es gibt ja diverse schlimmste Fälle der Geschichte. Da gibt es zum Beispiel, ich glaube, Furuta oder so heißt sie, das ist so ein japanisches Mädel, die irgendwie so von Söhnen von den Yakuza irgendwie über Monate eingesperrt und gefoltert wurde. Einen ähnlichen Fall gibt es in Amerika, ich kenne die Namen nicht, aber da gibt es auch einen Film drüber, The Girl Next Door heißt der, wo auch die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft angeführt von einer älteren Frau, die als Pflegemutter eingesetzt wurde, zwei Geschwister eingesperrt haben und besonders eins von diesen beiden so hart gefoltert hat über Monate, dass sie dann irgendwann gestorben ist. Und diese Fälle unter anderem werden halt jetzt so präsentiert, dass du das Opfer siehst als AI, also AI, KI-Person, die Lippen bewegt. Hallo, ich wurde von 25 Leuten vergewaltigt. Ich bin danach gestorben. Solche Videos. Mhm. Wie finden wir das denn? Weiß nicht, Bruder. Das ist ein harter Hype gerade auf jeden Fall. Also ich finde es makaber. Also es gab ja auch eine ähnliche Diskussion, als es jetzt diese Anne-Frank-Filme oder Videos gab, wo ich so getan habe, als gäbe es Instagram schon zur Zeit von der NS-Zeit, wo Anne-Frank quasi Stories macht und so und ihre Zeit halt auf Instagram zeigt. Da gab es auch schon Kritik. Das fand ich ganz gut, weil es halt echte Schauspielerinnen waren und eine echte Leute, die da daran gearbeitet haben, um das zu transportieren künstlerisch. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht insgesamt. Aber jetzt so eine KI zu erstellen, die dieses Kind, diese Kinder, diese Opfer da irgendwie präsentiert, ich nicht. Also es ist keine KI, es ist ein KI-generiertes Bild, was sich ein bisschen bewegt. Und dann wird ein Text vorgelesen quasi. Also vielleicht klingt es von außen jetzt irgendwie so, als... Ich habe da noch keine finale Meinung, muss ich dazu sagen. Als wäre es irgendwie...
Jetzt wäre meine Meinung schwammig, aber ich finde es schwierig, irgendwie an dieses Kind das so in den Mittelpunkt zu stellen, das KI zu generieren und das nachzubauen. Weiß ich nicht. Und es erzählt ihre eigene Geschichte. So, weiß ich nicht. Das finde ich wiederum irgendwie weird. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie auf der einen Seite diesen Opfern quasi ein Gesicht zu geben, finde ich irgendwie schon auch gut, muss ich sagen. Hm. Aber das in Form von Content, der dann auch im Endeffekt monetarisiert ist, hat dann natürlich wieder ein Geschmäckle. Hm. Und es gibt nicht nur Opfer, es gibt auch Täter. Ich glaube auch, also gerade in den letzten, ich würde sagen, 5 Jahren oder vielleicht sogar schon 10 Jahre, aber die letzten 5 eher übertrieben, wurde halt dieses ganze True-Crime-Genre ganz schön groß. Und das ist wahrscheinlich am ehesten kulminiert in der Dahmer-Serie, die einen krassen Hype hatte. Und da muss man halt aufpassen, dass so Serienmörder vielleicht nicht zu sehr romantisiert werden. Und da habe ich zum Beispiel eins gesehen von irgendeinem Typ, der hier bei Wuppertal oder irgendwas Wiesbaden, irgendwie gab es so einen Fall, der irgendwie die heimlich Leute im Krankenhaus gespritzt hat. Der war so ein Krankenhelfer. Und der hat die irgendwie, ja, hat stimmt, immer so künstliche Herzinfarkte oder so hervorgerufen. Ja, der hat, glaube ich, einfach nur Luft reingepumpt. Oder in die, so. In die, und wollte sich dann als Held auch aufspielen, hat aber auch viele dabei getötet. Und als der in Urlaub gegangen ist, ist es plötzlich weniger geworden. So wurde der entdeckt. Und solche Leute werden da halt auch so dargestellt. Und da weiß ich nicht, ob das dann halt noch cool ist. Dann eher noch die Opfer, aber eigentlich auch nicht. Ich weiß, das ist ganz komisch. Also ich habe da wirklich keine finale Meinung. Denn es ist schon einfach eklig, wenn du siehst, dass das Erste, was sie sagt, wie ich eben meinte, so, ich wurde von 25 Leuten vergewaltigt. Das ist der erste Satz, der passiert, weißt du? Und da weißt du, das ist direkt, weißt du, das ist clickbaity. Du könntest sagen, hallo, mein Name ist XY, ich habe einen schweren Fall, pass auf, folgendermaßen ist passiert. Aber nee, es fängt direkt an, meine Eltern haben mich vervierteilt und aufgegessen. Das ist halt irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, ich will jetzt auch nicht endgültig festlegen, dass ich es scheiße finde, aber es wirkt gerade irgendwie schon komisch auf mich. Also ich will jetzt kein kleines Kind irgendwie sehen, was irgendwie von ihrer Vergewaltigung berichtet. Klar, dass man Opfern ein Gesicht gibt, klar, es ist wichtig, aber vielleicht wollten die das ja auch gar nicht, dass man irgendwie so das alles so auf das einzelne Opfer abwälzt und irgendwie dann das ganz groß berühmt macht. Also ich würde nicht weiß nicht, ob ich das wollen würde. Hallo, ich bin Tino, ich wurde nach meiner Podcast-Aufnahme immer geschlagen. Weiß ich nicht, ob ich das wollen würde, weißt du, und manche vielleicht schon, manche würden sagen, okay, damit halt mein Fall nicht vergessen wird, nehmt mein Gesicht ruhig hin, so, weiß ich nicht, ist echt schwierig. Tja. Es gab ja auch wieder verschiedene Geschehnisse, dass das Bilder um die Welt gingen vom brennenden Pentagon, die KI generiert sind und so, das wird schon alles jetzt sehr interessant werden und ich weiß nicht, wie man das verhindern will. Es gibt wohl jetzt schon so Bestrebungen, auch KI zu verbieten in manchen Ländern, wie Italien, glaube ich. Die haben, glaube ich, DALL-E oder so verboten. Ja, verbieten finde ich schon wieder Quatsch. Man müsste halt einfach. Kann man ja auch nicht verbieten, das geht ja auch gar nicht. Man müsste erzwungen irgendeine Form von Wasserzeichen in alles, jetzt bei Bildern zum Beispiel, einbauen. Dann wäre das Problem eigentlich gelöst, wenn du klar erkennst. Das ist ja. Ich weiß natürlich nicht, wie das technisch möglich ist und das kann man bestimmt auch umgehen, aber das muss man halt irgendwie so hinkriegen können, dass es nicht, dass das in den Metadaten oder sowas drin ist. Ich weiß es nicht, aber. Das wäre auch nur ein Versuch, glaube ich. Dann kann man nicht vorstellen, dass man das durchsetzen kann, dass echt alle. Also, wer das manipulieren will, der manipuliert es einfach. Ich glaube, es wird funktionieren. Klar kann man sagen, es muss eine Kennzeichnungspflicht geben für KI. Einfach um generell zu zeigen, wie jetzt so Länder, in denen man auch Photoshop arbeitete Models irgendwie darstellen muss, wo man auch hinschreiben muss bei Werbung und so, das Bild wurde gefotoshoppt. Finde ich gut, aber es wird immer Menschen geben, werden das missbrauchen und das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Das ist einfach jetzt die Sache der Menschheit, dass die Technik immer besser wird, die Manipulationen immer besser werden und jetzt müssen wir einfach lernen, damit umzugehen. Wir dachten auch immer, Kleber wäre eine unschuldige Sache und dann kam die letzte Generation, die den einfach so missbraucht. Ist so. Es ist wirklich, der Mensch ist die Waffe. Ganz, ganz große Schweinerei. Kann man so sagen. Ganz große Schweinerei, der Mensch ist eine Waffe. Das bringt mich direkt zu Florida, das Bayern Amerikas. Wir haben es angesprochen, DeSantis hat seinen Präsidentschaftsrun angekündigt. Und zwar hat er das nicht irgendwie gemacht, weil sonst würde ich euch damit nicht langweilen. Jetzt sind wir alle wieder wach. Der hat das über Twitter Spaces gemacht. Wir kennen Twitter Spaces. Das ist die Möglichkeit, auch Twitter, für viele Leute quasi in einem Gespräch zusammenzukommen, in urigst schlechter Audioqualität, bei dem dann Hunderttausende zuhören können. Und über diesen Weg hat er sich entschieden anzukündigen, also Ron DeSantis ist der Governor von Florida und wird so als größter Konkurrenz von Trump aktuell gehandelt. Und der hat sich da mit Elon Musk zusammengetan, was natürlich auch schon wieder Bände spricht. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was da passiert ist oder was da ermittelt wurde.
Und das war eine absolute Katastrophe. Es war richtig... Technisch halt, richtig, ne? Es war technisch, es ging 20 Minuten gar nichts, immer abgestürzt. Dann waren die Hälfte der Leute schon weg und dann ging es los und die Audioqualität war super scheiße. Es wurde übereinander geredet, durcheinander. Dann ist es halt einfach total unspektakulär. Ja, weil du siehst nichts, du hörst einfach nur in ganz schlechten Ton, so wie bei uns im Brennpunkt. Müsst ihr euch vorstellen, wie der halt so eine 9 Minuten vorbereitete Rede hält und natürlich... Woke hier, woke da, the woke virus und so. Nichts irgendwie, was Substanz hat. Weißt du, wenn du Präsident werden willst, da willst du doch irgendwie sagen, ja, hier, wir machen, dass es euch besser geht oder dass ihr euch vielleicht in Zukunft eure Healthcare leisten könnt oder was auch immer. Aber nein, wir müssen den woke virus austilgen, so ungefähr. Und das ist einfach ganz, ganz bitter gewesen. Und wer hat sich das zunutze gemacht? Es war Donald Trump. Und ich muss sagen, das war sehr witzig. Aber das kann ich auch ruhig sagen, denn das hat er sich ja wahrscheinlich nicht überlegt, sondern seine PR-Agentur, sein Team um ihn rum. Denn er hat eine Parodie davon hochgeladen. Also es gibt ja auch KI-generiert diese Präsidentschaftsvideos, habe ich ja mal erzählt, genau, die sich so untereinander unterhalten. Und hier wurde quasi was Ähnliches gemacht. So dieses Twitter Spaces wurde hergestellt. Ron DeSantis, George Soros, verschiedene Leute hatten wir letzte Woche. Adolf Hitler ist auch mit im Call. Elon Musk ist im Call. Das FBI ist im Call. Okay. Und dann reden die so untereinander. Mhm. Und es ist echt witzig. Es ist echt sehr, sehr witzig. Also so. Das, ich finde, wenn Trump eine TV-Show hätte, in der er irgendwelche Sketche macht, wäre unglaublich witzig, glaube ich. Möglich. Vielleicht auch gegen meine Meinung manchmal, aber das soll er lieber tun, als Präsident zu werden. Ja. Aber würde ich mir voll gerne angucken, bin ich gespannt drauf. Werde ich mir angucken nach dem Brennpunkt. Ja, und weitere Sachen, die nämlich Twitter betreffen. Und zwar bisher hat Twitter, also in den letzten Jahren hat Twitter so 50% immer so Anfragen von autoritären Regimen angenommen, die irgendwas zensiert haben wollten. Also wenn jetzt zum Beispiel China sagt, ey, Moment, hier ist ein Winnie-Pooh-Bild, was auf unseren Herrn Präsidenten gerade gepostet wurde. Mach das mal weg. Dann hat Twitter in 50% der Fälle ja gesagt. Diese Zahl ist jetzt... Auch 50% nein gesagt. Richtig, aber das war vor Elon Musk. Jetzt ist diese Zahl bei 83%. Denn Mr. Free Speech Absolutist sagt, ach, ihr autoritäre Regime, ihr wollt Sachen zensiert haben. Gar kein Problem. Hier. Aber gibt's denn nicht irgendwann mal Interviews, wo ihm das mal aufgedrüsselt wird? Wo er mal so richtig ins Gesicht gekommen ist. Es gab ja dieses Interview vor 1-2 Wochen, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war oder vorletzte, wo er dann so 12 Sekunden gar nichts sagt. Aber das sind doch so Zahlen, die sind belegbar. Die kann man ihm doch vorhalten, zu zeigen, ey, du hast gesagt, du wirst Twitter dazu bringen, dass mehr Meinungsfreiheit ist, aber du sorgst gerade dafür, dass 83% irgendwelchen diktatorischen Regimen Recht gegeben wird, wenn Sachen zensiert werden sollen. Ja. Aber gibt's denn das? Also ich sehe sowas ganz wenig, solche Interviews. Ja, der sucht sich ja auch aus, mit wem er Interviews gibt, ne? Und da gab's zum Beispiel dieses, ich glaube, Bill Maher war das. Der hat ein Interview mit dem gehabt und es war einfach... Bill Maher. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Bill Maher wahrscheinlich. Aber Maher ist halt wieder der Bürgermeister. Egal. Und das war einfach nur peinlich. Das war wirklich, also ich verwende dieses Wort nicht lightly, aber das war wirklich so, die ersten 3 Minuten, yeah, you're the greatest genius, you're super genius, you're the best, das ist so unangenehm, wenn du jemanden einlädst und ihm die ganze Zeit nur einen von der Palme wedelst. War letztens auch so bei Mundschuh und Wagenknecht. Weißt du, Mundschuh, da müssen wir ich weiß. Auch nochmal. Und auch nur so, wir sind ja auch Freunde und so, und wir duzen uns ja auch, ne, und ich schätze dich sehr und... Es ist doch kein kritisches Interview gewesen. Ein bisschen schon. Es gab auch schon noch Fragen, die kritisch waren, aber immer so mit dem Hintergedanken, dass Mundschuh wusste, dass sie eine Antwort drauf hat. Und es war so richtig so, Also von dem bin ich richtig krass enttäuscht. Und ich komme auch auf das Thema, weil ich bei Twitter online war, zufällig. Da bin ich markiert worden in einem Beitrag von dir, weil irgendwer hat wohl ein Zelda zum Mundschuh-Video gepostet oder gefunden und darunter halt dich markiert mit der Bitte, das an mich weiterzuleiten. Da hast du mich markiert, dann meinte dann die Person, ach, Tino hat Twitter, wusste ich gar nicht und so. Und ich bin zurück auf Twitter, weil, aber ist es jetzt wieder cool, wo Elon Musk kein Chef mehr ist, oder ist es immer noch uncool? Also cool war es meiner Meinung nach noch nie. Naja, irgendwie schon. Aber es ist natürlich schon interessant, da ein bisschen
dem Zeug zu folgen, dem, also ich würde es niemals als seriöse Newsquelle verwenden, gerade wenn wir solche 83% gerade hören. Mhm. Aber das so ein bisschen mitnehmen, auch was an Drama passiert und so. Und ich habe halt nicht dieses Ding wie Herodes zum Beispiel, dass das einen dann runterzieht oder so. Also ich, wenn ich Dummheit sehe, dann denke ich mir nicht, oh scheiße, die Menschheit ist so schlecht, das ist alles so dumm, sondern dann lache ich halt drüber und go on with my day so. Doch, da bin ich bei Herodes auch. Manchmal gibt es so Tage, wo es mich das furchtbar runterzieht, wo ich auch denke, ey, wir sind doch jetzt schon so weit gekommen und es gibt immer noch Leute, die behaupten, dass Pädophile beim CSD mitlaufen und so. Also das ist das Gleiche. So die niedersten Sachen, die alle widerlegt sind, oder Klimawandel und solche Geschichten, weiß ich nicht, es macht mich manchmal auch sehr, sehr gefertigt. Aber an manchen Tagen bin ich auch, macht mich übelst an, dass ich auf Facebook gehe und mit Leuten diskutiere. Das gibt's eben auch. Also Facebook würde mich eher triggern als Twitter, einfach weil da so diese Boomerschaft so zu vertreten ist und ich so irrelevante. Weißt du, bei Twitter sehe ich wenigstens, dass Leute sich aufregen oder irgendwie Drama ist. Das ist noch irgendwas. Aber wenn ich auf Facebook gehe und dann irgendwie nur, ja, hier ist meine neue Simme, was weiß ich, also sowas, das ist irgendwie... Die reden ja auch über andere Sachen, gibt auch auf Twitter wahrscheinlich Bubbles, die reden von ihren Simmen und Motorrädern. Aber ich nur ein kurzes Beispiel, jetzt hat die Bundesregierung nämlich gepostet, dass ab 2024 kann man wohl auch digital aufs Amt gehen und muss nicht mehr persönlich irgendwie seinen Führerschein beantragen und ausweisen und so weiter. Und zwar echt auch ersichtlich, es gibt auch digital die Möglichkeit, das digital zu machen. Und was waren für Kommentarrunderte? Was ist mit den armen Rentnern, die keinen Computer haben? Mhm. Und nicht so, Alter, das steht doch, es ist auch möglich, es ist nicht verboten, aufs Amt zu gehen. So das viel ist Dummheit. Natürliche Auslese, wenn Rentner Nachteile haben, dann entscheiden die dem Leben und dann ist das auch okay. Also suchen sich halt manchmal auch ihre Argumente raus, weißt du? Aber zum Thema so Mundschuh ganz kurz zu kommen. Ja. Es ist ja ein Kabarettist, den ich immer sehr geschätzt habe, ja. Er war immer schon kontrovers, ich war auch nicht immer einer Meinung mit ihm zu 100%. Aber er ist echt so der Einzige, den ich mitbekomme, der nach Corona zum Schwurbler wird und der jetzt erst durchdreht. Viel zu spät, muss ich sagen. Der jetzt behauptet, dass Bagdi und so die ganzen Verschwörungstheoretiker recht hätten und die Impfungen großer Mist waren. Klar ist vieles nicht so glatt gelaufen, wie man es anfangs dachte und so. Nicht alles wurde richtig kommuniziert. Aber jetzt zu behaupten, irgendwie, dass Drosten nur Scheiße gelabert hätte, das stimmt überhaupt nicht. Denn ich glaube, dass Drosten auch derjenige war mit dem kühlsten Kopf. Auf ihn hat er am wenigsten gehört von allen. So, er war natürlich am präsentesten, unfreiwilligerweise auch. Aber die Politik hat ja nicht auf ihn gehört. Deswegen auch irgendwann gesagt hat, ich gehe nicht mehr in den Rat hier, um die Regierung zu beraten, weil die nicht auf mich gehört haben. Ich verstehe nicht, warum der jetzt damit ankommt. Und ich muss sagen, also für mich ist dieses Thema auch einfach durch. So, das ist so durchgekaut, 3 Jahre lang, weißt du? Ich kann Impfungen nicht mehr hören. Wer sich impfen lassen will, macht es. Wer nicht, der nicht. Und dann haltet euren Maul. Und gestern ist das kombiniert darin, dass ich habe so einen Bot getrollt. Das gibt es ja öfter mal auf Telegram, dass man so einen Bot hat und der ihn anschreibt. Und ich troll dann immer zurück. Und dann habe ich irgendwas gesagt, Bill Gates will uns alle unterjochen oder so. Und dann hat der Bot gefragt, hä, wie das? Und dann wollte ich in so einer Gruppe nachgucken, ne, was gibt's da? Verschwörungstheorien in Gruppen und das weiterleiten. Mhm. Und diese Gruppen sind einfach tot. Und das ist völlig zu Recht, weil diese Leute haben auch das Interesse verloren. Es war einfach so, 3 Jahre war das für deren Entertainment und jetzt gehen die halt normal Kaffeekränzchen machen. Und nee, würde ich nicht sagen. Ja, jetzt sind sie auf der Friedensdemo, genau, ja. Genau, das ist halt immer so, es ist gewandert. Ne? Erst war so dieses Anti-Euro-Ding, da konnte auch die AfD nur knapp 4% bekommen. Da war es irgendwie Pegida und gegen Flüchtlinge. Dann war es Corona, dann war es, jetzt ist es halt irgendwie Friedensbewegung. Alle 2 Jahre wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und immer merken die eigentlich, dass überhaupt nichts passiert ist. Es war bei Euro schon so, dass Deutschland irgendwie nicht untergeht, weil wir jetzt im Euro bleiben. Dann waren die Flüchtlinge überhaupt nicht schuld, dass wir untergegangen sind. Also auch die Flüchtlinge haben nicht dafür gesorgt, dass wir alle sterben werden. Corona hat nicht dafür gesorgt, die Impfung hat nicht dafür gesorgt, dass wir alle sterben werden. Jetzt sterben wir alle, weil die NATO provoziert und der arme Putin ja irgendwie bald Atombomben zündet. Aber er ist der Unschuldige. Mal gucken, was in 2-3 Jahren für ein Thema aufkommt, wo dann die Leute wieder sie abwenden werden. Ja. Jedenfalls, Mundschuh hat ja auch angekündigt, von der Bühne zu gehen. Und wenn ich solche Videos mir angucke, irgendwie auch zu Recht. Also mir würde er nicht fehlen. Ich habe ihn auch mal kennengelernt und auch als echt eigentlich sehr intelligenten Zeitgenossen. Auch seinen Podcast mochte ich immer sehr gerne. Aber jetzt ist es mir zu viel und ich bin gespannt, wie lange es noch zwischen Florian Schröder und ihm hält. Weil ja Schröder noch einigermaßen was im Kopf hat, sein Podcast-Partner, ob die noch lang zusammenbleiben werden, die beiden.
Ja, also der kann auch was im Kopf haben, der kann sich einfach vielleicht ein bisschen verrannt haben. Und also ich will jetzt auch nicht alles diskreditieren, was er da sagt. Der hat sich da übelst hart reingesteigert, ne? Also, wie du sagst, klar gibt es irgendwie Leute, die Impfschäden haben. Aber ich will es gar nicht mehr, ich will da gar nicht mehr drüber reden, Alter. Das ist alles so durchgekaut. Pass auf, folgendermaßen. Finnland hat so viel Energie produziert, unter anderem durch erneuerbare Energie, wie zum Beispiel mit Staudämmen sehr, sehr viel, aber auch mit einem neuen Kernkraftwerk, dass die ein Net Negative gemacht haben. Das heißt, also ich stelle es mir so vor, dass sie die Leute angebettelt haben, bitte, wir geben euch Geld dafür und nehmt ihr unseren Strom, aber so ist es nicht ganz. Also der Strom, den sie produzieren, also es lohnt sich. Das ist wieder die Freude am Kapitalismus. Es lohnt sich nicht mehr, diesen Strom quasi zu konsumieren. Also die Kosten für das Produzieren des Stroms sind höher als das, was es dann letztendlich einbringt. Ah, Die verstehe, haben ja. einen Überfluss an Energie, die wissen nicht, wohin damit. Das ist großartig. Haben ja manche Länder, ne? Und die exportieren dann einfach ihre Energie irgendwo hin. Ja, Das hoffentlich machen die das mal und bauen nicht jetzt ihre Staudämme ab oder sowas. Aber richtig geil. Und wie ist gesagt, durch gut. sehr viel erneuerbare Energie. Hammer. Auch Deutschland hat Energie schon exportiert, ne? Also es ist alles irgendwie, wenn die immer davon labern, was von dem Blackout da droht und so und Stromausfällen. Wird nicht passieren. Wir haben halt trotz allem irgendwie einen Überfluss an Energie und so weiter. Da muss man gar keine Angst haben. Also man muss nicht auf diese Angstszenarien der AfD hören. Und, das muss ich noch dazu sagen, da die Hydropower, also Staudämme können nicht einfach runtergefahren oder langsamer gemacht werden, da das quasi weiterballert, wird am ehesten auch bei Nuklear dann zurückgebaut. Das ist schon alles ganz wild, aber alleine, ey, jetzt mal angenommen, die kriegen das nicht exportiert, ja? Also es ist auch jetzt in wenigen Monaten ist das passiert, ne? Die hatten ja einen Mangel, Finnland, die sind ja an der Grenze zu Russland und haben jetzt genau das gegenteilige Problem. Und jetzt mal angenommen, die würden das nicht exportiert kriegen und dann einfach nur, weil Kapitalismus und weil haha, wir geben unseren Bürgern jetzt mal nicht kostenlosen Strom sozusagen, sondern wir hören jetzt mal auf, den zu produzieren, weil das lohnt sich nicht. Das ist doch völlig absurd Ja, einfach gut, nur. wenn sie jetzt krassen Verlust machen und so, kann ich das irgendwo Nee, dann nachvollziehen. muss das irgendwie verstaatlicht werden oder so. Hey, du hast die Möglichkeit, deinen Sowieso. Bürgern kostenlosen Strom zu geben, Alter. Das muss doch. Verstaatlichen bin ich sowieso oft dafür, auch Krankenhäuser und so. Ich glaube, das hat mehr Sinn, als alles zu privatisieren. Denn das führt nur zu, weiß ich nicht, zu schlechtem, wenn Sachen privatisiert werden. Gut. Ich habe noch eine kleine Sache, die ich witzig fand, und zwar Blizzard hat ein Diablo 4 Q&A gemacht. Verstehst du ein Wort von dem, was ich gerade gesagt Q&A ist Question and Answering. Ja. habe? Ja. Blizzard ist eine Pokémon-Attacke, die kenne ich auch. Ja, Dankeschön. bitte. Und was war das andere? So ein Spiel. Diablo 4. Diablo. Diablo ist eine Pizza. Diablo-Pizza. Die ist sehr Okay. scharf. Ich Ja. glaube, die heißt aber Diabolo oder Diavolo oder so. Wahrscheinlich. Ja. Egal. Es war ein sehr diabolischer Wortwitz. Okay, ich weiß gar nicht, ob das Spiel schon raus ist. Wahrscheinlich noch nicht. Diablo 3 war damals hart in der Kritik, weil es ein Auktionshaus hatte, wo irgendwie Blizzard hart mitverdient hat. Blizzard ist halt auch so ein Schuppen, der den letzten Cent schön rausdrücken will. Und jetzt gab es ein Q&A und ein Streamer hat aufgedeckt, dass, also, ne, das gibt ein Video, da steht, wir beantworten eure Fragen. So, und dann werden Fragen eingeblendet und dann steht auch der Nutzername oben drüber. Und der Streamer hat live festgestellt, jeder einzelne Nutzername, der da steht, existiert überhaupt nicht. Das heißt, die haben ihre eigenen, wie so im Kolloquium, weißt du, lass deine Leute dir deine eigenen Fragen stellen, die du souverän beantworten kannst. Genauso ist dieses Video. Und das finde ich so eine Panne. Es musst du Großartig. denken die nicht mal drüber nach, solche Leute. Es ist wieder so ein Ja. Thema von, Leute, denkt doch einmal drüber nach, was ihr da eigentlich gerade macht. Das fällt doch auf. Ja. Also. Naja, also das fällt halt auf wenigen Leuten und dann, wenn es 90% nicht Ja, wenn auffällt, es weißt du. reicht, dass einem auffällt, der ein bisschen was zu sagen hat und das irgendwie Ja, spreaden und das ist kann. jetzt passiert. Ja, gab es irgendwie eine Antwort schon von Nee, Blizzard? ich glaube, die werden sich da auch weiter bedeckt halten. Aber sehr, sehr witzig, wenn du mich fragst. Oh, ist das peinlich. Es trifft halt auch die richtigen. Alter, die wichtigsten Sachen. PlayStation Showcase. Zum Glück ist es mir noch eingefallen. Das ist natürlich ganz wichtig, Tino. PlayStation Showcase war. Weißt du, was da alles gezeigt wurde? Ist der Wahnsinn. Neues Wrestling-Spiel? Nein. Schade. Das Remake von Metal Gear Solid 3. Oh, endlich, wird ja auch mal Das Zeit. beste Spiel aller Ah ja, Zeiten. absolut. Wenn das eine Serie wäre, wäre das The Last of Us. Schau The Last of Us als Serie.
Und das Allerwichtigste, Dragon's Dogma 2 hat einen Gameplay-Trailer bekommen. Dragon's Dogma 1 war das erste Spiel, was ich gechats played habe. Es ist der Wahnsinn. Cool. Also ich habe das live geguckt, ich bin ausgerastet. Es war wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Der erste Shot ist so und ich sage so, Jesse, guck mal, das ist bestimmt Beyond Good and Evil. Und dann kommt der zweite Shot und ich denke so, warte mal, wie nennt man diese Kutsche oder so, dieses Vehikel, das kenne ich doch. Und dann zoomt die Kamera raus und ich denke, ach du Scheiße, das Gebäude da hinten, das erkenne ich. Und dann raste ich voll aus. Es ist so geil gewesen, süß. Ohne Spaß, weil ich nicht damit gerechnet habe. Es gab auch noch ein paar andere Sachen, wie irgendwie das neue Spider-Man hat einen neuen Trailer bekommen und so, aber das ist langweilig. Für mich braucht jetzt keiner. Nicht so relevant. Ich kann noch mal gucken, PlayStation Showcase, All Games, ob ich irgendwas ganz Wichtiges, natürlich gab es auch für den neuen Assassin's Creed Teil gab es einen neuen Trailer, die haben jetzt ihr zweites Reboot sozusagen, die gehen jetzt wieder ganz zum Anfang zurück und machen so ein Spiel wie das allererste Assassin's Creed, hast du wahrscheinlich auch keinen Bezug zu. Nee, nur zugeschaut manchmal bei Freunden. Aber Metal Gear Solid ist auch schon richtig tight, auch wenn Kojima wahrscheinlich nicht dabei ist. Alan Wake 2 habe ich auch sofort erkannt, freue ich mich sehr. Alan Wake 1 war nämlich gut, Final Fantasy 16 hat einen Trailer bekommen, aber Final Fantasy hookt mich leider auch nicht mehr so seit Teil 13. Same hier. Ja, da sehen die Figuren nämlich alle jetzt aus wie so Porzellanpuppen und die Storys sind irgendwie so ein bisschen generic und irgendwie brauche ich auch mein Turn-Based Kampfsystem, glaube ich. Ja, ja, ohne geht's einfach nicht. Ah, und Foam Stars, das ist das Witzigste, Alter. Ganz kurz, Foam Stars. Wobei es nicht ganz, also pass auf. Splatoon-like Shooter. Genau, also PlayStation Innovation wird groß geschrieben, machen aber alles, was Nintendo macht, ja. Hm. Also das Nintendo Wii U Gamepad hast du vielleicht schon mal gesehen, so links und rechts Controller in der Mitte, so ein Ding, gibt es jetzt von PlayStation auch. Dann gibt es Splatoon, eine sehr erfolgreiche, ich glaube auch schon 3 Teile mittlerweile oder so, eine sehr erfolgreiche Reihe von Nintendo, bei der du quasi gegeneinander schießt, aber du schießt nicht auf dich, sondern auf die Arena, in der du spielst und musst sie einfärben in deiner Farbe. Genau, ja. Das ist relativ einzigartig und jetzt hat auch PlayStation das mit Foam Stars, ja, oder wie ich es Spinchy Spongy habe ich es genannt oder so, aber es hat immerhin den Twist, dass du schießt zwar auch mit farbigen Sachen, aber es ist halt Foam, der hart wird, also wie so Bauschaum, das heißt, du veränderst, es geht dreidimensional, weißt du, das hast du bei Splatoon nicht. Aha, sie ist ja verbessert quasi. Also es ist verbessert. Ja, sogar auch so bei diesen ganzen Battle Royale Spielen, die sind auch auf einmal aus allen Ecken hochgeploppt, so. Ja. Die auch das gleiche Spielprinzip hatten. Irgendwie random Spieler kamen irgendwie von oben auf die Welt runter, ist runtergeschmissen worden. Da gab es von außen so einen Nebel oder irgendwie Plasma, das die Welt irgendwann eingegrenzt hat, je weniger Menschen es wurden. Es war auch alles das Gleiche. Man kann es ein bisschen mit der Musik vergleichen, ne? Wenn so ein Musikgenre gerade cool ist, machen andere das eben auch nach oder lassen sich beeinflussen. Das ist doch normal. Ja. Ich würde das jetzt nicht die PlayStation irgendwie nicht diskreditieren. Über eine Sache habe ich mich noch gefreut, ich gehe es hier gerade nochmal alles durch, und zwar ein Nachfolgespiel von den Leuten, die Journey gemacht haben, und es sieht sehr nach Journey aus, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die Band Journey, na klar. Don't stop believing! Nein, Journey, das Spiel, das ist eigentlich immer so ein Spiel, also das und Heavy Rain, sagt dir das was auch nicht? Heavy Rain habe ich gespielt. Aha, siehst du. So, Journey und Heavy Rain sind die beiden Spiele, die ich... So. Ethan! Das sind die beiden Spiele, die ich Leuten aufzwinge, die keinen Bezug zu Videospielen haben. Also meiner Mutter zum Beispiel habe ich Journey gezeigt, habe ich Heavy Rain gezeigt. Damals der liebevollen, tollen Sarah habe ich das mal gezeigt. Die musste beides spielen. Und das sind immer echt gute, einsteigerfreundliche Spiele, die einfach wunderschön sind. Journey, das ist einfach so ein... Du spielst so ein kleines, vermummtes Mannequin in der Wüste und musst auf so einen Berg hoch. Es geht auch nur 2 Stunden. Und es sieht einfach wunderschön aus. So ganz schön wenig. Wenig Spielzeit. Ja, aber also ich freue mich da auf so einen neuen Teil vielleicht. Mal gucken, wenn das wieder so ein 10-Euro-Ding sein sollte, dann kann man sich das mal gönnen. Und das Geilste ist, der fährt nämlich, der surft, der hat so ein Skateboard-artiges Surfbrett unter sich, ja, und surft so über den Sand. Ah, süß. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen unspektakulär, aber es ist wirklich, also Journey, das hat so einen Moment, ich sehe es so richtig vor mir, wie Leute da in den Fernseher gucken und einfach gebannt hier so eine Träne runterläuft, weil es so schön ist. Es gibt da so einen Shot, wie du quasi über den golden, glitzernden Sand runterslidest, so, also von der Seite siehst du das im Hintergrund, die goldene Sonne, alles ist in Rot, Orange getaucht und ist einfach so wunderschön. Geil. Toll. Das freut mich. Gut. Sims 4 gibt es gerade kostenlos zum Download. Habe ich schon längst. Ich auch.
Hast du gestern wieder gezockt, übelst geil. Gibt außerdem Fallout New Vegas auf Epic Games für kostenlos. Ganz schön episch. Gut. Welchen Drecks Tina Turner Song willst du in deine hässliche Playlist machen? Gerade nicht, gerade nicht. Ich habe einen anderen Song in meiner, in unserer Playlist. Perfekt. Für Brennerts Untermusik. Aber auch eine weibliche Künstlerin. Einen Song, den ich über Umwege entdeckt habe. Und zwar die Künstlerin Elif, die vorher gar nicht kannte. Und zwar hat eine Familienperson von mir eine CD im Auto gehabt. Und da war ein. Und die war von Sing Meinen Song. Mhm. Ist eine Sendung, die ich jetzt nicht geil finde, aber die CD war ganz gut. Da haben SDP einen Song gespielt und zwar hieß der Mein Babe. Der Song war richtig geil und da habe ich das Original angehört von Elif. Das finde ich fast noch besser. Es ist ein bisschen weniger geil produziert, ist einfach nur eine Gitarre und eine Sängerin. Aber ein echt geiler Song mit einer spannenden Atmosphäre und mit einem sehr überraschenden Text irgendwie und irgendwie cool gemacht. Deswegen gibt es für euch in die Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify Elif mit Mein Babe. Na gut. Finde ich ganz gut. Und ich werde natürlich den besten Song von Tina Turner verwenden, und zwar I Need a Hero von Bonnie Tyler. Ich habe schon Tina Turner eingegeben hier. I Need a... Damit wir wenigstens einen ordentlichen Banger haben. Bonnie Tyler, die bessere Tina Turner. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Warte mal, ob die... Wahrscheinlich, doch, die ist bestimmt oder? Ein bisschen jünger. Das ist jetzt so ein Mandela-Effekt und die ist schon lange irgendwie... Die ist halt vor allem die lebt auch noch. Ist eine ja, ganz komm. Andere Person, Alter. Sie hat halt nichts miteinander zu tun, aber für mich sind diese Songs halt... Beides Rockröhren aus 80er, 70er Jahren. Ich würde schon sagen, dass sie zu tun haben miteinander. Na gut. Der Woche geht mir aber nicht so viel, ne? Also Alu Dübels tot. Und dann auch der andere Meme-Lord hier. Also ich würde schon sagen, dass das... Also ich würde für Dragon's Dogma eine 11 von 10 geben. Ja. Ja. Aber andernfalls finde ich, also Tina Turner, fuck off. Ey, komm, Tina Turner ist eine der größten Musikerinnen der Welt. Die hat mega viel verkauft, war mega erfolgreich. Aber die ist über 80 gewesen. Das ist jetzt auch kein Skandal, dass sie gestorben ist. Ja, die Queen ja auch. Die war auch fast 100 so. Aber es war halt eine wichtige Person. Anu Dübel wurde zu Tode gemimt quasi. Jetzt nicht am Ende, witzig, aber insgesamt. Und auch dieser hier David, wie er hieß hier. Hein. David Hein, genau. Der, also der Bauer hier. Ja, ja, dann sag mal eine Zahl. Ich würde es mal diplomatisch eine 5 geben, um zu zeigen, es war eine Woche, in der viel passiert ist. Es sind Persönlichkeiten von uns gegangen. Es gab wieder hier im PlayStation Showcase und so. Ich wollte gerade sagen, ich gehe bei der 5 nur mit wegen Dragon's Dogma und Metal Gear Solid 3 Remake. Deswegen finde ich eine 5 ganz gut. Es ist ein bisschen wenig passiert insgesamt, aber einfach aus Respekt vor den Toten und vor Dragon's Dogma hier, ja, um dein Dogma zu erfüllen. Gib mal eine 5. Das ist mein Vorschlag. Ist aber auch ein demokratischer Podcast. Wir haben beide was zu sagen. Ja. Leute, die bis hierhin gehört haben, geht mal auf YouTube und gebt uns ein Like und schickt mal den Podcast ganz überall rum, damit dieser View-Dip kompensiert wird. Kommentieren, die Favoriten einspeichern wie früher. Genau, 5 Sterne bitte. Ja, das auch. Gut, wascht euch. Ich höre Musik. Wascht euch, habt ein schönes langes Wochenende. Morgen ist frei für euch, liebe Leute. Der Montag. Pfingstmontag. Ist ein Feiertag, voll schön. Every day is Feiertag. Freut euch auf Robin und Marlene eine Woche, einen Monat obdachlos. Wann geht's los? September. Krass. Gut. Aber ist ja dann schon kalt draußen vielleicht. Nein. Das ist gut. Okay, viel Spaß. Tschüss.